80 Millionen Jahren trafen zwei Dinosaurier zu einem tödlichen Kampf aufeinander. Ein Protoceratops mit seinem Nackenschild und ein Velociraptor mit seinen scharfen Klauen. So wie sie im Kampf starben, sind sie im Sand der Wüste Gobi erstarrt. Der Velociraptor flach auf dem Rücken, sein klauenbewehrter Arm zwischen den Zähnen des Protoceratops. Ein außergewöhnliches Fossil. Ein geheimnisvoller Blick auf Leben und Tod im Zeitalter der Dinosaurier. Über 150 Millionen Jahre lang durchstreiften Dinosaurier jeden Winkel dieses Planeten. Aber nur sehr wenige von ihnen hinterließen Spuren ihrer Existenz, wie diese fossilen Knochen. Und gerade diese Knochen sind es, die uns immer wieder faszinieren. Es gab Dinosaurier in verblüffenden Gestalten und Größen. Unter ihnen fand man die größten Lebewesen, die je diese Erde bewohnten. Paläontologen, die Wissenschaftler, die das prähistorische Leben erforschen, entdecken heute mehr Dinosaurier als je zuvor. Mit den fossilen Überresten können sie nicht nur ihre fabelhaften Skelette rekonstruieren, sondern auch ihre Lebensweise. Ein Beispiel dafür ist dieser gigantische, langhalsige Pflanzenfresser, der Seismosaurus genannt wird. Er wurde in New Mexico gefunden und lebte vor 150 Millionen Jahren in der Periode des Jura, als viele Dinosaurier eine nie dagewesene Größe erreichten. Seismosaurus bedeutet erderschütternde Echse. Und niemand wird wohl bezweifeln, dass seine Schritte die Landschaft des Jura erzittern ließen. Mit einer Länge von 33 Metern ist er einer der längsten Dinosaurier, die je entdeckt wurden. Eigenartigerweise fand man bei seiner Ausgrabung etwa 240 glatte, runde Steine im und um den Hohlraum seines riesigen Magens. Einige Wissenschaftler glauben nun, dass der Seismosaurus Steine geschluckt hat, um seine Verdauung zu fördern. Andere sagen, die Steine hätten nichts zu bedeuten. Sie würden nur zu dem Flussbett gehören, in dem er gefunden wurde. Der Seismosaurus wog über 30 Tonnen, etwa so viel wie 8 Elefanten. Und er muss täglich mehrere hundert Kilo Grünzeug gefressen haben. Manchmal können die Forscher sogar ergründen, was Dinosaurier in sich hineingestopft haben. Aus den Spuren an fossilem Kot, die sie hinterlassen haben. Die ersten Dinosaurierspuren wurden in Europa und Amerika entdeckt. Aber als man im 20. Jahrhundert die Forschungen auf die entlegensten Winkel der Erde ausdehnte, wurde allmählich das gewaltige Ausmaß des Dinosaurierreiches deutlich. Die Wüste Gobi, einst das Land des Genghis Khan, erstreckt sich über 800.000 Quadratkilometer weit in die Mongolei und nach China hinein. Dort, wo jahrhundertelang Kamelkarawanen durch die Wüste zogen, lag unberührt 70 Millionen Jahre lang ein ungeheurer fossiler Schatz verborgen, der unsere Vorstellung vom Leben der Dinosaurier für immer verändern sollte. Thank you.
Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts brachen Wissenschaftler des amerikanischen Naturkundemuseums zu einer Expedition in die kaum bekannte Wüste Gobi auf. Ihr Leiter war Roy Chapman Andrews. Andrews und sein Team reisten in einem Konvoi von Automobilen. Es war eine der ersten großen Expeditionen in Zentralasien, bei der motorisierte Transportmittel eingesetzt wurden. Da die nächste Tankstelle tausende von Kilometern entfernt war, musste Andrews eine Strategie entwickeln, um den Nachschub zu sichern. Er schickte Kamelkarawanen voraus, die mit Treibstoff und Nahrungsmitteln beladen waren. Die Kamele waren der Expedition noch auf eine weitere, unerwartete Weise nützlich. Ihr Winterfell, das sie abstießen, erwies sich als ideal für die Verpackung der zerbrechlichen Fossilien. Es war gefährlich in der Mongolei. Überall trieben sich Banditen herum. Aber Andrews, in dem viele das Vorbild für Indiana Jones sehen, empfand das alles als großes Abenteuer. Dieses Gefühl, das mir die Mongolei vermittelt hat, werde ich nie wieder empfinden. Das alles hat mich wahnsinnig begeistert. Diese gewaltige, stille Wüste, in deren Tiefen die Zeugen der Vergangenheit ruhten, die ich suchen wollte. Andrews konnte zwar die Banditen abwehren, aber es war unmöglich, den heftigen Sandstürmen auszuweichen, die häufig durch die Gobi fegen. Überraschung bemerkten sie, dass jeder neue Sturm eine Fülle von Knochen freilegte. Dinosaurierknochen, die niemand zuvor gesehen und die der Wüstensand perfekt konserviert hat. Mark Norell und Mike Novacek vom amerikanischen Naturkundemuseum sind Andrews Vorbild gefolgt, leiten seit 1990 jedes Jahr Expeditionen in die Wüste Gobi. Fasziniert. Heute sind sie angesehene Paläontologen. Sie haben schon überall auf der Welt Dinosaurier ausgegraben. Aber ihre spektakulärsten Funde machten sie hier in der Wüste Gobi. Dr. Julia Clark ist mit den Studenten Alan Turner und Amy Balanoff in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eingetroffen, um die diesjährige Expedition vorzubereiten. Sie gehören zu einem Team, das sich in der Wüste Mike und Mark anschließen wird. Ich verbringe meinen sechsten Sommer in der Gobi. Die Mongolei ist so reich an Fossilien. Ich bin sicher, wir werden jedes Jahr neue erstaunliche Funde machen. Außerhalb von Ulaanbaatar nur wenige befestigte Straßen. Und das Ziel des Teams in der westlichen Gobi ist 3 Tagesreisen entfernt. Das wird die reinste Mad Max-Tour durch heiße, staubige Ebenen und über Gebirgspässe. Neu
1921, nach monatelanger Fahrt durch die Wüstenlandschaft, erreichte die Autokarawane von Roy Chapman Andrews eine ebenso eigenartige wie wunderschöne Gegend mit ausgewaschenen Canyons und Sandsteintürmen. Die untergehende Sonne schien die Felsen zum Erglühen zu bringen. Andrews nannte sie die Flaming Cliffs. Hier sollten sie auf eine der größten Fundstellen für Dinosaurierfossilien stoßen, die je gefunden wurde. Über 80 Jahre später sind die Flaming Cliffs noch immer ein sagenhaftes und ergiebiges Ziel für Dinosaurierjäger. Bei der Suche nach Dinosauriern kommt es zunächst auf die richtige Stelle an. Die Paläontologen wissen, dass die Fossilien in bestimmten Gesteinsablagerungen eingeschlossen sind. Was sie also brauchen, ist ein geübter Blick. Das kleinste Knochenfragment an der Oberfläche kann darauf hinweisen, dass ein kompletter Dinosaurier darunter verborgen liegt. Hier gibt's jede Menge Knochen. Die Stelle ist einfach gut. Hey, schau dir das an. Was hast du? Ein Ei. Mike und Mark haben langjährige Erfahrung im Auffinden und Identifizieren von Fossilien. Sehr schön. Für die Studenten Alan und Amy sind diese Exkursionen der beste Weg, um Erfahrungen zu sammeln. Ich bin zum ersten Mal in der Wüste Gobi und ich freue mich, Teil einer Tradition zu sein, die auf Roy Chapman Andrews zurückgeht. Die Gobi-Expeditionen sind ein Gemeinschaftsprojekt mit der Mongolischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Jahr gehört die mongolische Studentin Boldra Minjin zum Team. Mein Vater ist Paläontologe. Als er mir das erste Mal so ein großes Skelett zeigte, das in der Mongolei gefunden wurde, konnte ich gar nicht glauben, dass solche Tiere einmal gelebt haben. Seitdem bin ich begeisterte Fossiliensucherin. Julia, schau mal. Was gibt's da drüben? Das Team hat schon nach wenigen Stunden der Suche einen fossilen Schädel entdeckt. Julia erkennt sofort, dass er von einem großen, gepanzerten Dinosaurier stammt. Der ist von einem Pinacosaurus. Er war so eine Art schwerer Panzer in seiner Zeit. Mit etwas Erfahrung können wir uns vorstellen, wie solche Fossilien zu Lebzeiten ausgesehen haben. Der Pinacosaurus und Verwandte wie die Saitarchia waren auf Verteidigung ausgerichtet. Ihr Rücken starrte von harten Knochenplatten und Dornen. Sogar die Augenlider waren gepanzert und ihr Schwanz endete in einer massiven Knochenkeule. Einer der wenigen Feinde des Tarchia war der furchteinflößende Tarbosaurus, dessen Knochen ebenfalls in der Gobi gefunden wurden. Ja, der kann dazu passen. Man sieht auch hier, dass er noch hohl ist, wie ein Vogelknochen. Der Tarbosaurus war ein naher Verwandter des Tyrannosaurus Rex und er war ein mächtiger Räuber. Er war 10 Meter lang und wog 5 Tonnen. Er hatte ein überdimensionales Gebiss mit messerscharfen, fast 15 cm langen Zähnen. Die Wissenschaftler diskutieren seit Jahren darüber, wie schnell oder langsam diese großen Räuber waren. Dieses Modell von einem Tyrannosaurus Rex-Skelett zeigt, wie sich ein so schwerer zweibeiniger oder bipedaler Dinosaurier bewegt haben könnte. Er musste beim Gehen sein gesamtes Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern, wie der Mensch. Sein großer Schwanz half ihm, das Gleichgewicht zu halten. Seine Beine waren direkt unterhalb des Beckens, was es ihm ermöglichte, schwerer zu tragen und sich schneller zu bewegen. Ein Dinosaurier wie Tyrannosaurus Rex könnte Geschwindigkeiten bis zu 40 Stundenkilometern erreicht haben. Er wäre also schneller als ein Mensch gewesen. Der Tarbosaurus stand in dem Bereich Asiens, den wir heute als Wüste Gobi kennen, an der Spitze der Nahrungskette. Aber der Tarchia war auch kein Schwächling. Er konnte einen Angreifer mit der Keule an seinem Schwanz lahmlegen oder ausschalten. Ah!
Andrews-Expeditionen der 20er Jahre brachten eine große Zahl von neuen Dinosauriern zutage. Die bedeutendste Entdeckung war aber kein furchterregender Räuber. Etwas viel Kleineres wurde zu einem der größten Dinosaurierfunde aller Zeiten. Man fand die ersten Dinosaurier-Eier, die in großen runden Bodennestern lagen. Dieser aufsehenerregende Fund bestätigte, dass Dinosaurier tatsächlich Eier legten. Andrews und sein Team nahmen an, dass die Eier von einem Protoceratops stammten, da sie in der Gobi so viel seiner Art gefunden hatten. Der Protoceratops war etwa so groß wie ein Schaf, hatte einen ausgeprägten Nackenschild und einen hakenförmigen Schnabel. Aber auf einem der Nester entdeckten sie etwas, das sie sehr verwirrte. Das Skelett eines vogelähnlichen, fleischfressenden Dinosauriers, der definitiv kein Protoceratops war. Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Räuber handelte, der das Nest ausrauben wollte, und nannten ihn Oviraptor, was Eierdieb bedeutet. Erst 70 Jahre später wurde nachgewiesen, dass sie sich geirrt hatten. 1993. Als Mark Norell die sensationelle Entdeckung eines fossilen Dinosaurier-Embryos machte. Wir fanden heraus, dass es sich um das Embryo eines engen Verwandten des Oviraptor handelte. Mit anderen Worten, er war kein Eierdieb, sondern ein Elternteil, das die Eier ausbrütete. Die Entdeckung des fossilen Oviraptors auf seinem Nest ließ diese Dinosaurier in ganz neuem Licht erscheinen. Sie saßen auf ihren Nestern, genauso wie die heutigen Vögel. Viele Dinosaurier aus der Gobi sind bemerkenswert gut erhalten. Sie wurden weder durch Aasfresser noch durch Erosion beschädigt. Das gilt nicht nur für Oviraptoren, sondern auch für andere, wie die Raubsaurier. Oder wie dieses Nest voll mit kaum geschlüpften Protoceratops-Jungen. Wie konnten sie so plötzlich sterben und dabei so unversehrt bleiben? Bis vor kurzem glaubte man noch, dass die Tiere von Sandstürmen begraben wurden. Neue Hinweise deuten auf ein Szenario hin, das weit spektakulärer ist. Während dieser Expedition überfluteten heftige Regenfälle weite Teile der Gobi. Nach der neuen Theorie spielten Wasser- und Sanddünen eine dramatische Rolle bei der Erhaltung der Dinosaurierüberreste. Inzwischen sind die Wissenschaftler davon überzeugt, dass alle paar Jahrhunderte schwerste Wolkenbrüche mit katastrophalen Auswirkungen auf dieses Dürregebiet niedergingen. Seine Bewohner konnten nicht wissen, was auf sie zukam. So wie diese aggressiven Velociraptoren, die sich einer großen Gruppe brütender Oviraptoren nähern. Sie haben nicht die geringste Ahnung davon, dass sie zum letzten Mal auf Beutejagd gehen. Begraben begünstigt die Fossilisation, da es Witterungseinflüsse und Aasfresser fernhält. Im Lauf der Zeit verfallen die Weichteile und die Knochen werden durch Mineralien ersetzt, die aus den umgebenden Sedimenten einsickern. Aber nicht nur die Knochen helfen uns, das Leben der Dinosaurier zu verstehen. Es gibt Hinweise, die unsere Ansichten über Dinosaurier wie den Velociraptor revolutionieren. Zum Beispiel dachte man lange, dass er eine Leder- oder Schuppenhaut hatte. Tatsächlich war der Velociraptor mit Federn bedeckt. Auch wenn er nicht fliegen konnte, hatte er doch den gleichen S-förmigen Hals, vierzehige Füße und viele andere Merkmale, die auch die heutigen Vögel aufweisen.
Julia Clark greift auf das neueste Beweismaterial zurück, um eines der ältesten Geheimnisse der Natur zu untersuchen. Die Herkunft der Vögel und wie ihre Federn entstanden, die ihnen die Fähigkeit zum Fliegen verliehen. Eines der interessantesten Gebiete der Dinosaurierpaläontologie ist für mich die Evolution des Fliegens. Gerade wurden in Nordchina Dutzende neuer Dinosaurierarten entdeckt. Sie sind in extrem feiner Vulkanasche erhalten und lassen zum ersten Mal deutliche Abdrücke von Federn erkennen, die mit ihren feinen Knochen verbunden sind. Das bestätigt, dass nicht flugfähige Dinosaurier die ersten gefiederten Tiere auf der Erde waren. Aber wenigstens eine Gruppe von Dinosauriern, wie diese in China gefundene Confuciosornis, hatte den Körperbau und die Art von Federn, die es ihm erlaubten, sich in den Himmel zu erheben. Vor 65 Millionen Jahren verschwanden die Dinosaurier von der Erde. Zumindest hat man das lange vermutet. Heute wissen wir, dass nicht alle Dinosaurier verschwunden sind. Eine Art von Dinosauriern hat überlebt. Wir nennen sie Vögel. Mongolei ist der ideale Ort, wenn man einige der letzten nicht flugfähigen Dinosaurier finden will, die auf der Erde lebten. Um in der Zeit jedoch weiter zurückzugehen und die frühesten Dinosaurier zu finden, kommen Wissenschaftler in diese hochgelegenen, wüstenartigen Badlands von New Mexico. Dieses Land hat eine reiche und turbulente Menschheitsgeschichte mit Pueblo-Stämmen, spanischen Konquistadoren, Cowboys und Viehdieben hinter sich. Aber die wird von der hier sichtbaren Geschichte des Lebens, die über 200 Millionen Jahre zurückreicht, noch übertroffen. Dies ist einer der wenigen Orte auf der Erde mit Gesteinsschichten, die das gesamte Zeitalter der Dinosaurier überspannen. Je tiefer die Schicht, desto älter das Gestein. An der Spitze das Gestein aus der Kreidezeit. Darunter, weiter zurück in der Zeit, die goldenen und weißen Klippen des Jura. Und fast ganz unten die ältesten, die roten Badlands des Trias, in dem die ersten Dinosaurier in Erscheinung traten. Turner kommt diesen Sommer viel herum. Zusätzlich zur Expedition in die Gobi arbeitet er mit seinem Kommilitonen Sterling Nesbitt an einer neuen Ausgrabung an einem Ort namens Ghost Ranch. Sieht aus, als würde es heute schön sein. Sterling ist im Südwesten aufgewachsen und hat schon viel über Dinosaurier und die erstaunlichen Entdeckungen von Ghost Ranch gelesen. Seit ich 15 war, habe ich jeden Sommer nach Dinosauriern gegraben. Ich wollte schon immer Paläontologe werden. Und mit der Chance, in Ghost Ranch zu graben, wurde einer meiner Träume wahr. Paläontologen des American Museum haben schon in den 40er Jahren in Ghost Ranch geforscht. Sie stießen auf einen reichen 220 Millionen Jahre alten Fossilienfundus mit Hunderten von Knochen kleiner, früher Dinosaurier, die man heute für eine Vorstufe der späteren fleischfressenden Dinosaurier hält. Dieser sogenannte Coelophysis wurde 2,70 Meter groß und wog 100 Pfund. Seine Größe und die Gliedmaßen deuten darauf hin, dass er schnell laufen konnte. Er hatte drei Klauenfinger an jeder Hand, um Beute zu fangen und festzuhalten. Seine großen Augenhöhlen sprechen für gute Sehfähigkeit. Alles zusammen lässt auf einen kleinen, aber effektiven Jäger schließen.
Bei seinen Studien im Museum fielen Sterling Dutzende von nicht untersuchten Fossilien ins Auge, die in den 40er Jahren in Ghost Ranch gesammelt wurden. Er wusste, dass nicht alle Entdeckungen am Fundort gemacht werden. Jede Expedition sammelt Fossilien und lagert sie für spätere Untersuchungen ein. Aber manche liegen jahrzehntelang unberührt in den Katakomben irgendeines Museums. Es ist erstaunlich. Man geht durch Katakomben, die mit Zehntausenden von Dinosaurierknochen vollgestopft sind, zum Teil noch eingegipst, von berühmten Paläontologen ausgegraben, und man hat die Chance, zum ersten Mal nach 70 oder 80 Jahren etwas zu sehen, was Sie gesehen haben. Das ist einfach unglaublich. Ich habe einige Monate gebraucht, um die Knochen zu präparieren und aus dem alten Gips zu lösen. Aber da ich sie direkt mit dem Coelophysis vergleichen konnte, wurde mir sehr schnell klar, dass ich da gar keinen Dinosaurier hatte. Das war ein noch völlig unbekanntes Tier. Seht her, die sind jetzt fertig präpariert. Es passiert nicht gerade oft, dass ein Student eine neue Spezies entdeckt. Und wenn dieses Ereignis die Aufmerksamkeit von führenden Paläontologen wie Mike und Mark erregt, dann ist das ein denkwürdiger Tag. Seht euch diesen Knöchel an. Der ist wirklich gut erhalten. Ja, das ist ein völlig neues Tier für Ghost Ranch. Sterling hat das neue Tier Effigia genannt, nach dem lateinischen Wort für Geist, zu Ehren von Ghost Ranch. Es war über 9 Meter lang und wog etwa 200 Pfund. Es sieht wie ein Dinosaurier aus, aber ein Knochen deutet auf etwas anderes hin. Der Knöchel ist der eines uralten Verwandten des Krokodils, was bedeutet, dass Effigia ein Angehöriger der Krokodile war, auch wenn Effigia seltsamerweise aufrecht auf 2 Beinen ging. Nachdem ich Effigia entdeckt hatte, wusste ich, dass ich nach New Mexico gehen musste. Als erstes habe ich Alex Downs, den Kurator für Paläontologie in Ghost Ranch, besucht. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Coelophysis. Dies ist einer der wenigen Orte auf der Welt, an dem fossile Knochen von frühen Dinosauriern und ihren engsten Verwandten zu finden sind. Der ist noch größer. Hier ist die Spitze der Schnauze und da sind die Zähne. Das ist ein wunderschöner Schädel. Es fehlt nur ein Zahn. Für Studenten wie Sterling und Allen, die meiste Zeit des Jahres in Hörsälen und Labors arbeiten, sind diese wenigen Wochen der heißen und staubigen Jagd nach Dinosauriern das, wofür sie leben. Die neue Ausgrabungsstätte von Ghost Ranch ist ein Gemeinschaftsprojekt der University of California, Berkeley und des American Museum. Nachdem die Studenten tonnenweise Gestein abgetragen haben, wird ihnen klar, dass sie auf eine riesige Fossilienlagerstätte gestoßen sind. Ich glaube, hier steckt noch mehr Theropoda-Material drin. Was habt ihr? Das sieht aus wie der Humerus von einem Spinosauriden, einem Dinosaurierverwandten. Paläontologen vollbringen oft die größten Leistungen, während sie am Boden liegen. Es ist genau die Schicht zwischen Lehm und Trümmergestein. Gibt's da was Besonderes? Ja, einen hübschen Phytosaurus. Wir hoffen, eine vollständige Übersicht zu bekommen, welche Tiere im späten Trias gelebt haben. Wie ihr Umfeld aussah und wo sie in den Stammbaum der Reptilien passen. Als die ersten Dinosaurier lebten, sah dieser Teil Nordamerikas noch ganz anders aus. In dieser Gegend herrschte ein feuchtes tropisches Klima. Das war ein riesiges Überschwemmungsgebiet. An Ufern von Bächen und Flüssen wuchsen immer grüne Bäume. Alles in allem dürfte das ein üppiger Lebensraum gewesen sein. Wir fragen uns, wie die frühen Dinosaurier mit den anderen Tieren zusammenlebten.
Die Reptilien erschienen vor den Dinosauriern auf der Erde. Dinosaurier sind auch Reptilien, aber vor 200 Millionen Jahren sind sie von der Evolutionslinie, die zu den Krokodilen führte, abgezweigt. Ephigia war ein früher Verwandter der Krokodile. Und Coelophysis war einer der ersten Dinosaurier. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie sich in den Schluchten und Wäldern des Trias hier begegnet sind. Aussicht auf eine neue Dinosaurierentdeckung haben auch Mike, Julia und Mark nach Ghost Ranch gelockt. Sie wollen sich selbst ein Bild machen. Hier ist der untere Beinknochen. Da ist der andere. Das ist die Fibula, die Tibia und die andere Tibia. Und hier sehen wir einen Teil des Beckens. Genau. Das Skelett ist in diese Richtung verzogen. Die Fülle an Fossilien ist atemberaubend. Die Tiere sind in mehreren Schichten übereinander gelagert. Dieses Massengrab scheint die scharfe Biegung eines alten Flussbettes zu sein. Was ist hier passiert? Diese Wüstenlandschaft ist spektakulär. Ebenso wie die heftigen Wolkenbrüche, die die trockenen Canyons in tödliche, reißende Ströme verwandeln können. Das war im Zeitalter der Dinosaurier sicher nicht anders. Im Petrified Forest Nationalpark in Arizona hat die Erosion 200 Millionen Jahre alte Bäume freigelegt. Sie sind ein Beleg für die Überschwemmungen, die sie in Urzeiten entwurzelt und begraben haben. Diese gigantischen Bäume des Trias, die inzwischen ausgestorben sind, ähneln den heutigen Redwoods an der Pazifikküste. Aber nicht nur Bäume wurden bei den Unwettern der Urzeit weggeschwemmt. Frühe Dinosaurier wie der Coelophysis waren ständig in der Defensive. Sie lebten in einer Welt, die noch von den größeren Reptilien beherrscht wurde. Wie diesem 1500 Pfund schweren Postosuchus. Plötzlichen Fluten schwemmten die ertrunkenen Reptilien und Dinosaurier in tiefer gelegene Flussregionen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Sterling und sein Team so viele an derselben Stelle finden. Wenn sie ein Skelett gefunden haben, graben sie vorsichtig um es herum und hüllen es dann in einen Mantel aus Gips und Toilettenpapier ein, wovon man bei der Feldarbeit nie genug haben kann. Damit sind die Fossilien geschützt und können ins Labor abtransportiert werden, wo die Knochen vorsichtig aus dem Gestein gelöst werden. Die Grabungen in Ghost Ranch haben unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Mit dieser aufregenden Entdeckung haben wir vielleicht einen neuen Dinosaurier gefunden. Es ist sehr spannend, einen völlig unbekannten Dinosaurier zu finden und nach über 200 Millionen Jahren wieder ans Tageslicht zu bringen. Es wird Monate dauern, bis wir wissen, wie er ausgesehen hat und wie bedeutend er ist. Aber er wird unsere Ansichten über die dominante Entwicklung der Dinosaurier sicher verändern. Das sieht gut aus. Er hat sich in dieser Gegend sehr gut erhalten.
Es gibt einiges, was die fossile Überlieferung nicht erhalten kann. So werden wir vielleicht nie erfahren, welche Farbe die Dinosaurier hatten oder welche Laute sie von sich gegeben haben. Aber von Jahr zu Jahr erfahren wir mehr über sie. Manche Dinosaurier waren in Herden unterwegs und jagten in Rudeln. Wir wissen, dass sie Nester gebaut und ihre Eier beschützt haben. Wahrscheinlich haben sie auch ihre Jungen versorgt. Manche Fossilien haben uns gezeigt, wer die Jäger und wer die Gejagten waren. Dass nicht flugfähige Dinosaurier bereits Federn hatten, bevor sich die Vögel entwickelten. Und dass manche Dinosaurier in den heutigen Vögeln weiterleben. Gern mit der geheimnisvollen Geschichte des Lebens befasst, der muss Orte wie Ghost Ranch oder die Flaming Cliffs aufsuchen. Wir würden uns nur schwer bewusst machen können, wer wir sind und woher wir kommen, ohne die Kenntnis von den Zeugnissen, die unter unseren Füßen vergraben sind. Für junge Paläontologen wie Sterling und Allen fängt dieses Abenteuer erst an. Vor einem Dreivierteljahrhundert hat Roy Chapman Andrews unter den Flaming Cliffs eine ganz neue Welt der Dinosaurier entdeckt. Während er an diesem magischen Ort lagerte, schrieb er in sein Tagebuch, er habe den Eindruck, in die Vergangenheit gereist zu sein. Ein Eindruck, der Paläontologen von damals und heute verbindet. In den Schatten der Abendsonne nahmen die Felsen fantastische Formen an. Wir schienen in der Welt eines längst vergangenen Gestern zu leben. Ich stellte mir vor, dass jeden Augenblick Dinosaurier an unseren Zelten vorbeimarschieren könnten. Wir haben erst weniger als 2% aller Dinosaurierarten, die einst gelebt haben, entdeckt. Stellen Sie sich all diese Dinosaurier vor, die noch auf uns warten.